Die rheinland-pfälzische Landesregierung gibt nach der Flutkatastrophe im Ahrtal mehr Geld für den Aufbau von modernen Warnsirenen aus. Laut Angaben des Innenministeriums sei geplant, dass das Sirenen-Sonderförderungsprogramm des Bundes um 4 Millionen aufgestockt wird. Somit würden nach der nächsten Verabschiedung des Landeshaushalts insgesamt rund 8 Millionen Euro zur Verfügung stehen, gab das Ministerium bekannt. Mithilfe des Geldes könnten neue Sirenen angeschafft oder bestehende modernisiert werden. Den Angaben nach könne das Geld von den Kommunen beantragt werden. Die Corona-Pandemie hat den Mangel an Arbeitskräften in der Gastronomie noch verstärkt. Der bekannte Koblenzer Gastronom Berti Hahn konnte zwar die meisten seiner Angestellten durch das Kurzarbeitergeld auch während der Pandemie behalten, hat jedoch mit einem starken Mangel an Mini- und Midi-Jobbern zu kämpfen, die sich während den Gastronomieschließungen beruflich häufig umorientiert haben. Die nächsten Vorarbeiten für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke beginnen am kommenden Montag. Wie schon berichtet, wird das neue Bauwerk zunächst nördlich neben der bestehenden Brücke errichtet, um den Verkehrsfluss auf der B49 auch während der Bauzeit zu gewährleisten. Diese vorübergehende Trasse führt auch über den südlich des Kurfürstlichen Schlosses gelegenen Parkplatz, der momentan von den Mitarbeitern der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben genutzt wird. Die dafür notwendigen Arbeiten werden ab Montag für die Dauer von etwa 5 Monaten ausgeführt und müssen abgeschlossen sein, bevor mit dem eigentlichen Brückenbau begonnen werden kann. Der Großteil der Parkfläche südwestlich des Schlosses wird daher ab Montag nicht mehr zu nutzen sein. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.